Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft All of Fabrics 3. Und ja, wir machen heute noch ein bisschen weiter hier in unseren Gefilden. Wie sieht es hier aus? Haben wir noch Saft? Oh, guck mal. Sie sind fertig. Unsere Pure Flusskristalle. Wollen wir heute ganz kurz zwei, drei Dinge machen? Komm, ich habe eine Idee. Und zwar ist es so, wir machen den ME-Controller, würde ich sagen. Das ist ja keine große Geschichte. Wir haben ja fast alles schon beisammen. Zeig mal her, komm. Was haben wir denn? Hier ist der Prozessor. Hier haben wir die Dinge. Dann lass mal zeigen hier. Komm. Oh, Skystone Block. alles klar. Was habe ich denn hier? Ich habe nur das Geist und nicht einen Block. Das ist aber doof. Das heißt, wir haben ja viel zu wenig von den Dingen. Dann machen wir das nächstes Mal, komm. Ist ja jetzt auch nicht wichtig, weil wir haben ja herausgefunden, dass grundsätzlich funktioniert. Funktioniert ja eigentlich alles da hinten. Wir brauchen einfach Power. So ist es. Und das haben wir wenigstens ein bisschen. Das ist soweit so gut, also. Ah, verschieben wir das. Diese Aktivität wurde auf später verschoben. Gut, dann haben wir hier noch so ein bisschen Kabelzeug. Das können wir hier reintun. Eisen müsste hier sein. Ah ja, richtig schön. So, 7 Steine. Gehen hier rein. Ich habe einfach wieder Dinge irgendwo hineingeschmissen. Naja. Es ist, wie es ist. Habe ich hier noch Platz für die? Nee. Dreckskiste ist voll. Dann machen wir noch eine. Da oben. Komm. Gut. Oder weißt du was? Hat kein Power jetzt. Gut. Jetzt ist es so. Wir haben ja noch ein paar andere Dinge. Mir fällt dir auf, dass grundsätzlich hier immer das Problem ist, dass wir immer zu wenig Eisen haben, also sprich Rohstoffe. Und jetzt weiß ich noch vom ersten Teil hier, den wir hatten, vor vielen, vielen Jahren. Nee, also vor dieser Staffel. Das ist das Deko-Buch, ich weiß noch genau. Haben wir dann irgendwann noch Bücher? Entschuldigung. Da hustet wieder einer ab. Irgendwo hatte ich doch noch Bücher. Mal was oben in der Kiste. So, zeig mal her. Tieren, Hölzer und so weiter. Das ist okay. Habe ich das schon noch ganz oben getan? Wie sieht es denn hier aus? Das ist okay. Leer. Auch leer. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Dinge drin. Ketten. Aha, interessant. Habe ich so auch gar nicht mehr im Kopf gehabt. Block of Kohle. Geil. Das Lager hier oben. Das wäre dann vielleicht geheim für Schätze oder so. Aber richtig hineingesteckt haben wir nichts hier. Ne? Nee.
dann müssten die Dinge dennoch schon unten im Lager sein, hä? Im schwarzen Raum. Mal gucken. Nix hier, aber wenn wir schon nach unten gehen, komm. Können wir so Zeug einfach mal mitnehmen. Basalt. Volcanic Rock. Entschuldigung. So, gut. Einmal gut gehustet ist immer super. Fisch und so weiter, das ist okay. Dann, wo könnte ich denn das Lagerzeug, das Lederzeug haben? Mal gucken, war das hier? Hier hätte ich eins von denen. Ein kleines Leder haben wir auch. Wie mache ich den Bücher schon wieder? Einfach ein Leder, denke ich mir. Was war denn hier? Printed Book. Tiefer Fabric Book. Interessant. Ab und zu habe ich das Gefühl, hier werden Dinge geklaut. Aber komm. Ich bin mir da gar nicht so sicher ab und zu. So. Das heißt, jetzt so könnte man eigentlich dieses Modern Industrialization Book machen. Lass mal gucken. So. Level erreicht oder Checkpoint erreicht. Na komm, das ist eh Zeug, was wir hier deponieren müssen. Flint kann man auch hier lassen. Super. Entschuldigung, heute ist es ein bisschen mühsam, ne? Questbook. Questbook OP Edition. Invalid Book. Hardcore Questing Mode. Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Das ist Librarian's Book. Knowledge Book. Ah, das kann man noch finden. Huh? Gut, aber zeig mal hier jetzt. So, was haben wir denn hier Schönes? Also, moderne Industrialisierung. Huh? Und zwar die Steam Age. Electronic Age, Entry Index, ja? Unendlich Wasser. Right to insert water into a boiler automatically, there is... Hast du gesagt, pumpt was? Gut. Was haben wir denn noch? Unendliche Ressourcen. Multiblock-Systeme. Irgendwie gab es doch hier noch eine Möglichkeit. Upgrading to Steel, Mark Making Cables, Steam Boiler. Also hier, der Steam Quarry. Ah, das ist eine Quarry, die man machen kann. Interessant, aber viel, viel Stahl, alles klar. Muss ich denn das jetzt haben? Schon? Coke Oven. Wenn du genug von der Bronzemaschine hast, kannst du das Ziel machen. Das ultimative Goal ist zu sein möglich bilden a Quarry a Multiblock that will dig ores for you. Ja, das wäre schon schön. Aber ist es denn wirklich das, was wir brauchen? Was ist das hier schon wieder? Industrial Revolution und das ist Tech Reborn, ne?
haben wir dann hier? Guidebook, das ist das. Revolutionary Guide. Buch, und was ist das in MK1 Circuit? Komm, das machen wir kurz. Ich will gucken, was in diesem Buch drin ist. Ein MK1 Circuit. Das wäre eine Goldplatte, Kupferplatte und Nikolitdust. Bronzeplatte. Nikolit. 1, 2, 3, 4. So, komm. Die tun wir wieder rein. Eine Goldplatte. Hammer. Da brauche ich nur noch 4 Kupferplatten, richtig? Das müsste eigentlich gehen, ne? Nehmen wir das mal mit hier, komm. Kompressor. Was macht der schon wieder? Mal gucken. Der macht folgendes: zu wenig Saft haben. Hier kommt's raus. Sehr schön. Das ist schon mal was. Wir schlafen mal kurz. Da gucken wir mal. Zwei von denen. Ich brauche noch zwei. Es gab, und zwar bin ich auf der Suche nach Rezepten oder Anleitungen für eine Maschine. Wir können ja hier schon mal mit dem Grinder Ohr verdoppeln. Und ich weiß, es gab noch Möglichkeiten, es zu verdreifachen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da kann man sich nämlich den Gedanken machen, dass man so quasi den Platz bauen würde für die Falle. Für die Slime-Falle unten. Und dann auch noch gerade. Ja, halt einfach Metalle organisieren kann. Hier ist das Buch. So, komm, zack. Wir machen das so. Zeig mal hier jetzt. Das Buch wird dir helfen zu some of the important aspects of the mod. Hm? Gut, bla bla. Alles klar. Schön. Verbesserte Ohr. Doubling. Das ist ja das mit dem Pulverizer. Das wissen wir. Das ist sehr schön. Tripling. Ne, warte mal. Tripling Ohrs. One Tripling ist Smelter, Kondenser und Pulverizer. Pulverizer hätten wir ja schon. You are into an industrial smelter, it will smelt them into their fluid forms. Also wir machen es flüssig. Dann quasi move your molten ore into a condenser. It will solidify them into a ore chunk. Also wir machen mit dem ore chunks. Und dann machen wir, das pulverisieren wir den ore chunk. Das gibt dann effektiv ein Dust. Smelt your Dust dann, ja? Interessant, und was ist dann beim Vierfachen? Ja, Quadrupling ist der letzte Schritt für Enhanced Ore Processing. For this you will need a Fluid Infuser, Industrial Smelter, a Condenser, a Pulverizer and plenty of Sulfuric Acid. Okay. Sulfuric Acid wird gefunden in Lake Forms at Swamp. It can be crafted from Sulfur Dust. Okay. Sag mal Fluid Infuser.
Aha. Zwei Tanks. Maschinenblock. Der würde ja eigentlich noch gehen. Ne? Bronzeplatte hätten wir auch schon. Ach komm, wir machen jetzt mal eine Verdreifachung. Ne? Tripling. Industrieller Schmelzer. Okay, viel Circuit. Stahl, Batterie. Blast Furnace. Interessant. Und dann? Ein Recycler. Das ist ja auch interessant. Dann könnte man eigentlich hier sagen, okay, wir könnten Energie aus Pflanzen oder Bäumen machen, wenn wir so eine automatische Maschine hätten. Das heißt, wir müssen jetzt hier Kondenser nachher noch machen. Das sind LED-Platten. Ja, die hätten wir eigentlich, das ist nicht so schwer. Kondenser und Industrial Smelter. Also, zeig mal her den Lachs. Kondenser. Aha. Und den Industrial Smelter. Die zwei Dinge. Also Enriched Nikolit. Wie mache ich das denn? Nikolit und Enriched Nikolit das. Haben wir das nicht schon irgendwo gehabt irgendwie? Oh. Nice. Muss ich hier so ein Blast Furnace machen? Der ist mit Smooth Stone. Also wir machen erstmal Smooth Stone. Smooth Stone mache ich mit Schein zweimal backen. Ja? Haben wir hier schon Stone. Guck mal her. Da kann man den einfach durch die Geschichte jagen hier. Tschüss. Da brauchen wir noch ein bisschen Koppel. Ja, lass mal mit. So, komm mal her. So, hätten wir ein von Nazi. So, das ist eigentlich das Stahl. Wie mache ich Stahl? Blasting. Stahldust. Okay. Einmal Iron, einmal Kohledust. Gibt zwei von denen. Na gut. Das ist ja nicht so teuer. Coal Dust. Das haben wir doch auch irgendwo. So, oh, was haben wir hier noch? Drei Enderperlen. Genau. Ah, Kohle das. Dann lass uns mal Kohle das machen. Zeig mal her, machen wir so. Eins. Dann das, was du hier? Clay Dust. Das ist super. Machen wir ein bisschen Eisen, komm. Eisendust. Da.
geht ja alles relativ schnell heute. Da müssen wir einfach gucken, wie wir das Zeug bauen. Also hier zwei. Hier drei. Wenn ich jetzt das so mache. Zwei hier und zwei da. Blasting Steel Dust. Infusing. Ah, Grinder. Infusing. Haben wir einen Infuser? Ich glaube. Solid Infuser. Ja. So. Dann laden wir den nochmal. Da haben wir hier Steel Dust. Schön. Sehr schön. Das mache ich jetzt noch kurz fertig, die Maschine. Dann gucken wir nächstes Mal weiter. So, sehr schön. Lassen wir das hier durch. Blasting. Ich brauche einen Blast Furnace dementsprechend. Sehr gut, den brauche ich ja sowieso. Eisen habe ich? Ne. Hab ich. So. 2, 3, 4, 5. Also lass mal zeigen hier. Hier kommt der Ofen rein. Das habe ich vergessen. Hier brauchen wir noch Smooth Stone. Dann machen wir das so. Hier, zack. Dann machen wir das hier. So. Und nee. Nicht euch, sondern euch. Dann haben wir ein Blast Furnace. Einen extra heißen. Oh, geht doch super. Kommt gut. Also dann haben wir eigentlich schon. Zack, 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 zack. Das hier alles. Batterie, was ist das hier? 10 Platten und Nikolitpulver. Silber. 10. 5 war das, hä? Und Nikolit das. So, komm. Das ist ja voll hier wieder. So. Dann Zinnplatten, Nikolitdust. Was wollte ich schon wieder machen? So, warte mal, die Batterie, gell? Das hier. Dann machen wir hier mal Zinnplatten draus, komm. Ja, ich denke, gut, wir bereiten hier noch ein bisschen vor und dann machen einfach weiter, dass wir nächstes Mal beginnen können mit der Herstellung dieser leckeren Maschinen. Und ich würde sagen, bis dahin grüße ich der technische Kuhmann. Bis dann, tschüss.